So, ja, schönen guten Tag auch von mir. Sehr gut, das funktioniert. Für mich ist ja alles etwas ungewohnt, diese Bühne, Musik beim Auflaufen, Headset, Fernsteuerung. Ich kann mich von diesem Ding wegbewegen, ich traue mich eigentlich nicht. Manchmal dachte ich bei den Vorträgen vorher, ich bin Professor, holt mich hier raus, aber ich bleibe jetzt doch. Habe ich lange dran gearbeitet, okay, gut. So, dann also Kampagnen in Echtzeit, habe ich nun mal das Ganze überschrieben. Zwei Beispiele möchte ich besprechen, Stuttgart 21 und auch Occupy. Ich bin sehr dankbar, dass auch im ersten Vortrag gleich zumindest ein kurzer Hinweis und dann ja auch eine Frage dazu gekommen ist, sodass ich glaube, der Übergang recht leicht fallen dürfte. Zuerst aber Stuttgart 21 und natürlich müsste man jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive noch etwas weiter ausholen und eben sagen, gut, das mit dem Online-Protest gab es auch schon im Web 1.0. Trotzdem, das haben wir ja auch gehört, hatte Nico Alm ja gesagt, es ist nochmal ein qualitativer Sprung von 1.0 auf 2.0. Es sind jetzt andere Möglichkeiten da, auf der einen Seite durch verschiedene Technikformate, aber eben auch durch möglicherweise andere Formen von Botschaftsüberträgern. Der Messenger war ja schon genannt und sowas Ähnliches finden wir, vielleicht etwas weniger als bei Stuttgart 21, aber doch auf jeden Fall bei der Occupy-Bewegung. Man kann die zweite sehr wichtige Komponente, die auch, denke ich, ein Charakteristikum des Web 2.0 ist, nochmal deutlich hervorheben, nämlich die Geschwindigkeit. Es gibt so etwas wie politische Echtzeitkommunikation, die es vorher nicht gegeben hat in den Zeiten des Web 1.0. Wir haben für viele Prozesse, die nun stattfinden, eigentlich fast automatisch immer einen Hashtag als ein Anzeiger, eine Markierung dafür, dass in dieser sehr schnellen Kommunikation über Twitter etwas passiert. Ein Prozess, der dazu führt, dass es sofort eine Chiffre gibt, unter denen man den Gesamtprozess eigentlich integriert. Unibrand ist auch schon gefallen, wäre ein sehr schönes Beispiel auch für die Möglichkeiten der Kommunikation in Echtzeit und der Kommunikation im sozialen Netz und alles andere haben Sie mehr oder weniger dann auch vermittelt über die Massenmedien mitbekommen. Januar 25, vor einem Jahr, Arabischer Frühling, S21, das Hashtag für Stuttgart, Occupy Wall Street oder abgekürzt OWS für die Proteste rund um die Besetzung von Straßen und Plätzen und anderen Dingen in den USA vor allen Dingen und jetzt zuletzt, gerade in den letzten Tagen, SOPA für die interessante Gesetzesinitiative in den USA zur Online Privacy. Das zeigt zunächst einmal auf so einer Oberflächenebene an, es verändert sich etwas. Es gibt so etwas wie eine politische Echtzeitkommunikation, die zum Teil an den etablierten politischen Akteuren vorbeiläuft und vielleicht etwas stärker noch auf die sogenannte Zivilgesellschaft verweist, die sich hier immer wieder in der Öffentlichkeit positionieren kann. Es ist schon darauf hingewiesen worden, Sie sehen viel Text, ich stelle meine Folien gerne zur Verfügung, gut, Wissenschaft als öffentliches Gut, warum auch nicht. Das ist aber auch durchaus den eigenen wissenschaftlichen Erfahrungen geschuldet. Wir haben vor einiger Zeit mal, da war ich noch an der Uni Gießen, eine Studie gemacht darüber, wann lernt man am besten von Präsentationen und zwar dann, wenn es keine allzu große Schere gibt zwischen dem Vortragenden und der Präsentation. Deshalb Kernsätze, die ich so oder mit leichten Veränderungen spreche, die sind auch hier drauf, auch wenn Sie es vielleicht nicht merken, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Also, Stuttgart S21 ist etwas, das eigentlich erst ganz stark ereignisbezogen relevant wurde, diese Geschwindigkeitskomponente. Der Online-Protest gegen den Umbau des Kopfbahnhofs, das Absenken, das Tieferlegen, wie es immer hieß, des Bahnhofes, ist eigentlich über Web 1.0-Tools gestartet worden, insbesondere eine Website wie die parkschützer.de, die ganz klassisch erst einmal Informationen sammelte, warum soll man diesen Umbau verhindern, was bringt das Ganze, versucht hat, nochmal den Prozess darzustellen. Es hatten ja eigentlich alle kommunalen, regionalen Gremien entschieden, dass man das so macht, also demokratisch komplett legitimiert. Trotzdem gab es entsprechende Widerstände in der Bevölkerung. Das ist nicht unüblich. Unüblich ist aber eben das, was passiert ist.
Und wir können hier auf dieser Web 1.0-Ebene schon sehen, dass es in der Tat auf das Empowerment ankommt. Das haben wir heute Morgen auch gehört. Das kann man an dieser Website sehr, sehr schön nachvollziehen. Man hatte dort etwas, und das hat natürlich wiederum, werden wir später hören, auch etwas mit der Obama-Kampagne von 2008 zu tun. Sehr viele Messzahlen, Daten, wie wir auch vorhin bei den Mützchen gesehen haben. Wie viele machen denn eigentlich noch mit, außer mir? Das waren auf der Seite der Parkschützer in einem Zeitpunkt eigentlich kurz nach der Eskalation, zu der ich gleich kommen werde, Ende September 2010, etwa 30.000 Leute, die sich hier über diese Seite registriert haben. Registrieren konnte man sich in mehreren Stufen, insgesamt drei, grün, orange, rot. Und es gab unterschiedliche Möglichkeiten, sein individuelles Involvement anzuzeigen. Grün war erstmal die einfachste Stufe. Ja, ich finde das nicht gut. Ich beteilige mich an den Protesten und unterschreibe eine Art Aufruf, Petition. Petition darf man nicht sagen, es war nicht direkt an die Politik gerichtet, ein Aufruf zur Unterstützung der Proteste gegen den Bahnhof. Das war die erste Stufe. Es gab noch eine zweite Stufe, die Zahl wird kleiner, das war orange, da waren es noch 13.000, die gesagt haben, ja, ich komme auch an den Ort des Geschehens, wenn ein Protest erforderlich ist und stelle mich den Baggern in den Weg, um anzudeuten, dass man sich eben stärker noch engagiert. Und es gab noch eine dritte Stufe, rot, hier werden die Zahlen signifikant kleiner, 2.800, aber da war die Anforderung auch, rot als Unterstützer nur, wenn man sich auch an den Baum ketten lassen will. Gut. Nachvollziehbar, dass hier ein kleiner Abschwung erkennbar ist, aber der Punkt ist natürlich, man bietet gewissermaßen den Bürgern abgestufte Formen der Beteiligung an. Eine Differenzierung, die gerade in der Diskussion Ein-Klick-Beteiligung, hören wir ja immer wieder, eigentlich so etwas negativ konnotiert ist. Und das fängt man gewissermaßen ab, indem man mehrere Beteiligungsstufen sofort anbietet über diese Website. Das ist gewissermaßen eine Illustration etwas, Achtung Wissenschaft, sonst kommt eine Fußnote, die sieht dann so aus. Das diskutiert man mit dem Konzept des Self-Actualizing Citizen. Also es gibt kein festes Bürgerbild, keine feste Bürgerrolle mehr, die man einmal einnimmt und dann weiter pflegt, sondern je nach Situation, nach Lebenslage, nach Motivation beteiligt man sich mehr oder weniger am politischen Prozess. Und das ist eigentlich eine sehr gute Operationalisierung, könnte man sagen, dieses Stufenmodells. Und der Text Digital Natives as Self-Actualizing Citizens deutet es ja schon an. Insbesondere geht das wohl ganz gut mit jüngeren Menschen, die man eben als digitale Eingeborene bezeichnet, als einen Sonderfall. Im Falle von Stuttgart 21 und dem sogenannten Wutbürger, das war der Begriff, der dann in der Debatte aufkam, waren das aber tendenziell eher ältere Personen. Also diese Überlegung, Social Campaigning ist nur was für die ganz Jungen, würde ich so nicht stehen lassen. Dann zum Web 2.0. Es gab natürlich dann auch andere Angebote, die entsprechendes befürworteten. Das sind gewissermaßen die Protestgegner, Kopfbahnhof 21, also Bahnhof bleibt oben, wird nicht nach unten verlegt, organisierten sich natürlich auch über Facebook und informierten dann über die entsprechenden Angebote, also Website und Facebook, oben bleiben, Sticker, kleine Grafiken, man konnte Gefällt mir klicken und sah auch hier dann immer relativ schnell, wie viele Personen dort sich beteiligten. Das ist etwas, was von den Zahlen her nicht wirklich überrascht. Facebook war auch eine Plattform, die dazu beigetragen hat, diesen Konflikt in eine breitere als nur die kommunale und regionale Öffentlichkeit hineinzutragen. Die Unterstützer-Daumen kamen eben nicht nur aus im Schwabenland, sondern eben auch aus der ganzen Republik, wo sich eben Unterstützer organisiert haben. Die Website, so Parkschützer insbesondere, auch Kopfbahnhof, waren tatsächlich eher etwas auf den lokalen Raum beschränkte oder im lokalen Raum genutzte Angebote. Hier nochmal der Hinweis oder die Frage, welche Art von Beteiligung ist das? Ist das eine tatsächlich wertige Beteiligung am politischen Prozess oder nur ein relativ schwaches Signal? Ich will darauf jetzt erstmal keine Antwort geben. Das Phänomen wird gerne bezeichnet als Slacktivism, also nicht mehr nur Activism,
auch noch kein Hacktivism, zu dem wir vielleicht auch noch kommen, sondern Slacktivism. Also relativ niederschwellig macht man halt mal mit, aber die Kritiker würden natürlich sagen, das ist etwas ganz anderes, als wenn ich auf die Straße gehen würde. Es ist natürlich schwer, auch wissenschaftlich nachzuweisen, dass es Verbindungslinien gibt. Also diejenigen, die auf Parkschützer sich haben registrieren lassen, dann auch zu fragen, zu befragen, zu untersuchen, wer davon ist denn nun wirklich auch am Ort des Geschehens aktiv gewesen. Solche Studien gibt es meines Wissens nicht. Vielleicht kommen die in der nächsten Zeit erst noch raus, als in Stuttgart entstehende Masterarbeiten oder vielleicht auch Dissertationen. Im Moment können wir aus einer wissenschaftlichen Perspektive noch nichts Genaues sagen. Wir sehen nur anhand der Oberflächen, dass es hier Verbindungen gibt zwischen dem Bereich 1.0 und 2.0 und auch dem Bereich der Öffentlichkeit. Was man am allerstärksten aber, denke ich, sehen kann, dann bei Online-Videos. Hier gibt es ein Angebot, das in Deutschland in dieser Zeit in aller Munde war oder in aller Augen, müsste man wohl sagen, Flügel TV. Dort, der Name kommt daher, dass aus dem Bürofenster eines IT-Angestellten in Stuttgart man einen ganz guten Blick auf den Nordflügel hatte, wo die Bauarbeiten bald beginnen sollten. Und er hatte zunächst Fotos gemacht und die regelmäßig aktualisiert. Aufgrund der großen Nachfrage wurde dann eine Kamera hingestellt und dann wurde das Ganze gestreamt aus dem Büro zunächst. Man hat dort, als die Proteste langsam anwuchsen, auch eine sehr schöne Diskussionsrunde veranstaltet mit Exponenten aus dem Protest mit dem Titel Auf den Sack. Das ging darum, man saß auf Sitzsäcken, das ist der Hintergrund. Und hat das eben nicht im Lokalradio oder Fernsehen angeboten, sondern als Stream. Und der zentrale Event waren aber die Proteste vom 30.09., als tatsächlich dann der Baueinsatz losgehen sollte und es zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Bahnhofsgegnern und Polizei kam, mit Wasserwerfereinsatz, mit zum Teil sehr schlimmen Verletzungen. Am nächsten Tag ging ein Bild durch die Presselandschaft, das ich Ihnen ersparen will, von einem durch den Wasserstrahl geblendeten Lehrer, der sich vor seine Schüler gestellt hat, so die Geschichte drumherum. Das Entscheidende hier an der Stelle ist aber, dass eben die wichtigen Bilder und Informationen darüber, was geschehen ist, nicht zuerst von den lokalen Medien kamen, die dort ihre Reporter hingeschickt haben, sondern aus dem Protest heraus. Und auch da war Flügel TV dann wieder ein zentraler Akteur, der eben dieses Bildmaterial dann auch längerfristig zur Verfügung gestellt hat. Und wir haben hier einen insgesamt zweistündigen Film, der tatsächlich die ganze Dynamik oder einen Teil der Dynamik dieses Tages in Stuttgart eben zeigt. Daraufhin wurde das natürlich aufgegriffen und multipliziert, so wie wir das im Vortrag zuvor auch gehört haben, durch die alten Medien. Und entsprechend erreichte es dann ein Publikum auch außerhalb des Netzes. Und hier sieht man sehr schön die Verstärkungseffekte zwischen den alten und den neuen Medien. Wichtig hier ist aber, dass das Bild des Protests nicht mehr zwingend auf die Übertragung durch die alten Medienakteure angewiesen ist, sondern dass tatsächlich hier die Medien selber gemacht werden von den Protestierenden. Das wirft natürlich Fragen auf, wie unvoreingenommen, wie neutral ist eine solche Berichterstattung, ist sie natürlich nicht, aber sie ist eben quasi live und authentisch. Und damit muss natürlich dann auch eine Medienlandschaft erst einmal umgehen. Flügel TV, das nur als Anmerkung, wurde im weiteren Verlauf zu den Schlichtungsgesprächen zugelassen, konnte das auch übertragen. Das war gewissermaßen so eine Art Ritterschlag. Allerdings, da Flügel TV nicht über eine Sendelizenz verfügte, durften maximal 500 Leute diesen Stream sich anschauen. Der 501. stand vor einem leeren Bildschirm. Und das zeigt auch so ein bisschen an die Schwierigkeit, wie ein Umbruch in der Medienlandschaft eben dann nicht passiert, einfach weil es an dieser Stelle noch Regelungen gibt, die nicht so gut passen zu den medialen Grundbedingungen einer digitalen Öffentlichkeit im Moment. Analysen, das ist der letzte Punkt hierzu, ganz kurz zu Stuttgart 21. Es gibt einige Untersuchungen, die sind aber jetzt nicht wirklich auf einer breiten wissenschaftlichen Basis ausgeführt, sondern eher schnelle Probebohrungen in diesem Feld. Man hat tatsächlich versucht, das war im Herbst 2010, kurz ein paar Schnappschüsse zu machen von der Twitter- und Facebook-Kommunikation. Das ist noch nicht so ausgefeilt wie das, was Sie vorhin bei Nico Alm gesehen haben.
Ich habe dieses Bild, das sieht frappierend ähnlich aus, wie das, was Sie vorhin gesehen haben, beschreibt die Darstellung von Wahlkampfkommunikation in Australien über Twitter. Warum zeige ich Ihnen das? Der Kollege, der das entwickelt hat, heißt Axel Bruns, verwendet eine ganz ähnliche Technologie wie die anderen Axels, die schon genannt wurden, Meyer-Eder und Kittenhofer, Kittenberger, Entschuldigung. Diese drei aber sind innerhalb der wenigen Menschen, die über Twitter-Kommunikation forschen, gut vernetzt. In Insiderkreisen spricht man hier von der Achse der Axels. Und dort entwickelt man gerade sehr stark Messmethoden und Visualisierungsmethoden, wie man diese Kommunikation überhaupt bearbeiten will. Stuttgart 21 kam hierfür ein bisschen zu früh. Diese Tools gab es zu dieser Zeit noch nicht, oder man hat eben zu spät begonnen, das Material mitzuschneiden. Man sieht, wenn man mal nach ein paar wesentlichen Begriffen sucht, klar, worum sich diese Diskussionen drehen. Es ist klar, wer der Hauptgegner der Protestierenden war, Stefan Mappus als damaliger Ministerpräsident. Bei den Tweets merkte man auch deutlich, aufgrund der nachvollziehbaren Ursprungsorte, nur ein kleiner Teil kam tatsächlich aus der Region und die Verbreitung fand durch weiterleitende, retweetende Akteure statt, die auch ganz woanders im Land saßen und diesen Prozess aus der Ferne begleitet haben, aber gleichzeitig als ein kleiner Teilakteur teilgenommen haben. Also etwa die Hälfte der 10.000 Tweets, die nach den Ereignissen, wo wir kurz das Videobild gesehen haben, versendet wurden, kamen aus der Region. Der Rest war über das Land und international verbreitet. Bei Facebook fällt etwas anderes auf, das man in ansatzweise auch vorhin gesehen hat bei dem Ausschnitt der österreichischen Twitter-Sphäre. Es sieht so aus, also erstmal die Begrifflichkeiten, es ist so ähnlich, auch hier Mappus ist immer noch der am stärksten verwendete Begriff. Sagt erstmal nicht viel aus, gibt nur den Hinweis, wonach könnte man denn nun weitersuchen. Entscheidender ist hier, dass es eine Diskussion gibt, die innerhalb der eigenen Lager läuft. Also auf den Facebook-Seiten der Gegner kommentieren vor allen Dingen auch die Gegner und nicht das gegnerische Lager im Protest. Genauso Bahnhofsbefürworter bleiben in den Facebook-Gruppen eher unter sich. Und es finden sehr wenige Vernetzungen zwischen den Lagern statt. Und genau das Gleiche konnte man ganz gut sehen. Wir haben auf der einen Seite gesehen, dass es vorhin sehr, sehr viele große grüne Twitter-Punkte gab. Es gab aber auch sehr viele grüne Linien zwischen diesen Punkten und relativ wenige, die aus diesem Netzwerk herausgehen. Hier würde man von sogenannten Echokammern sprechen, die dazu beitragen, dass die Kommunikation im Rahmen bleibt, im eigenen Lager, sich dort vielleicht weiter aufheizt, polarisiert und zu einer Verschärfung der Proteste führen kann. Das ist etwas, was man durchaus ganz gut auch an Stuttgart 21 wird nachweisen können, wenn man das tatsächlich in einer ordentlichen Studie macht. Das ist bisher nicht geschehen. Wie gesagt, habe ich auch nicht gemacht, eher nur im Vorbeigehen wahrgenommen. Letzter Punkt hier. Die Kommunikation in den sozialen Medien verweist vor allen Dingen wiederum auch auf die alten Medien. Eine Liste der Links, die aus den verschiedenen Twitter- und Facebook-Updates herausführen, führen wieder auf die ganz normalen Medienakteure, Südwestrundfunk, FAZ, Stuttgarter Nachrichten, kleiner lokaler Bias, YouTube sticht heraus und ein einziges Blog, das tatsächlich dann ein bisschen prominenter wird, wäre zu nennen, also Stuttgart 21 Blog. Aber das ist fast zu vernachlässigen im Blick auf die Zahlen. Vor allen Dingen führen die Verweise aus den sozialen Medien wieder in die alten Medien. So, letzter Punkt und um das zusammenzufassen, mit Blick auf die neuen Medien entstehen durch die starke Vernetzung aktiver Publika neue Produktionsgemeinschaften. Es gibt dazu erste Texte. Ein Punkt, auf den ich hinweise, ist, dass sich die Grenze zwischen dem Produzenten und den Konsumenten solcher Kommunikation zusehends verschiebt. Es gibt mehr Sender, es gibt mehr Akteure, die sich aktiv in einen solchen Prozess einmischen können und die den öffentlichen Diskurs beeinflussen können. Wer das genau ist und wie diese Akteure vorgehen, das müssen wir in der nächsten Zeit genauer beobachten. Schließlich eigentlich ein letzter Punkt. Das Ganze kann man ganz gut integrieren in den Begriff der Do-it-yourself-Medien, der Medien zum Selbermachen, dass man an vielen verschiedenen kleinen Formaten sieht, wie zum Beispiel auch
dargestellt in dem Buch von Knobel und Lancashire, relativ jung, die darauf hinweisen, es kommt darauf an, in den neuen Medienumgebungen neue Inhalte zu erstellen, sie zu verteilen und gemeinsam zu lernen. Das ist etwas, was eigentlich in jeder dieser Protestwelten passiert. Man lernt neue Techniken, neue Verfahren kennen und kann sie fallweise beim nächsten Mal wieder anwenden. Und was bei diesen Medien zum Selbermachen rauskommen kann, ist zum Beispiel auch sowas, ist natürlich kein richtiges Lego-Modell, sondern nur ein über Photoshop erstelltes, das sich aber gut geeignet hat zum viralen Verteilen über diese Netzwerke. Das wäre der letzte Punkt zu Stuttgart 21. Noch ein paar Anmerkungen zu Occupy. In vielem spiegelt sich hier eine ganz ähnliche Struktur und auch ganz ähnliche Techniken wider, die wir bei Stuttgart 21 gesehen haben. Ich glaube nicht, dass vorweg, dass es das gewesen ist mit den Occupy-Protesten. Man sieht von Anfang an, das Hashtag wird mitgedacht in der Kommunikation als Label, als Marke. Twitter hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt bei der Herstellung spontaner Öffentlichkeiten. Es war das zentrale Netzwerk, sehr viel wichtiger als Facebook und als andere. Blogs in den USA vor allen Dingen spielten noch eine Rolle, zu denen komme ich gleich. Aber der Ausgang der Kommunikation über Occupy Wall Street ist ganz klar auf Twitter zu sehen. Hier gibt es dann auch schöne Netzwerkbildchen, die anzeigen, dass es mehrere Zentren der Twitter-Kommunikation gibt, die man dann genauer in Blick nehmen müsste, aber eben auch sehr stark offene Netzwerke und nicht so, wie wir das bei vielen politischen Kommunikationsprozessen haben, das, was wir vorhin bei den Grünen gesehen haben oder auch das, was wir bei Stuttgart 21 gesehen haben. In sich abgeschottete, relativ abgeschottete Lager-Echokammern, die hat man hier an dieser Stelle nicht so gut gesehen, weil es immer Verbindungen, Öffnungen gibt und den Versuch, andere in diesen Prozess mit aufzunehmen. Auch hier hat es wieder eine an einen Tag gekoppelte, wichtige Ereignisstruktur gegeben. Am 17. November ein International Day of Action, schon nach der Räumung des Zuccotti Park in New York, wo wir auch wieder gesehen haben, dass Echtzeitkommunikation nun in einer ganz besonderen Art und Weise eine große Rolle gespielt hat. Im Vorfeld davon noch mal kurz die Verweise auf niederschwelliges Mitmachen, das möglich war, relativ einfach über Blogs, schon in einer besonderen Variante, also der Tumblr-Blogs, Ein-Themen-Blogs, die eigentlich immer nur sehr, sehr ähnliche Inhalte haben, die hier Statements von Personen darstellen, die immer gleich aufgebaut sind. Ein Text, warum bin ich Teil der 99%, warum bin ich Teil des 1%, stehe aber an der Seite der 99%, immer wieder Foto, Text, Statement. Das ist ein Modell, das wir heute zum Beispiel auch an den populären XY Looking at Things Seiten sehen, also ein feststehendes Format, in das immer wieder neue Inhalte eingeklinkt werden kann, was sehr, sehr niederschwellig ist und ein leichtes Mitmachen ermöglicht. Etwas komplexer waren dann Videoblogs für die persönlichen Statements im Rahmen der Proteste und Livestreams. Und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich noch kurz hinweisen will. Man kann nun bei den Livestreams tatsächlich auch genau das sehen, was Nico Alm sagte. Das Medium ist der Botschafter, wenn man so will. Es kommt sehr stark darauf an, wer tatsächlich die Informationen überträgt. Man kann das über den Stream sehen, der immer mehr von Smartphones eingespeist wird und von dort aus dann die alten Medienkreisläufe erreicht. Es gibt auch noch etwas avanciertere Formen, selbst zum Botschafter zu werden, indem man auf Karten einträgt, bestimmte Ereignisse, deren Zeuge man geworden ist, Hinweise auf Zwischenfälle zwischen Protestierenden und Polizei zum Beispiel, die hier auf einer solchen Crisis Map eingetragen sind. Das kann man dann wiederum auch vernetzen mit zum Beispiel gerade laufenden Streams, sodass ein immer komplexeres Konglomerat aus medialen Angeboten entsteht. Wohlgemerkt in Echtzeit. Und eigentlich am augenfälligsten wird das dann, wenn es immer mehr solcher Angebote gibt, die ineinander übergreifen, dass es tatsächlich so etwas wie eine Basis, eine Verfestigung, eine Verstetigung der Proteste gibt in diesen eigentlich sehr, sehr flüchtigen Formen. Und das ist eigentlich eine sehr große Leistung. Auf der einen Seite Echtzeitkommunikation in kurzen Häppchen, die aber durch die starke Vernetzung miteinander eben doch sehr stabil und haltbar werden.
Livestream als, wenn man so will, die Killer-Applikation bei den Occupy-Protesten. Das Bild hatten Sie schon gesehen. Gehen vor allen Dingen zurück auf einen Autor, Tim Pool, der sehr bekannt wurde im Umfeld der Proteste des 17. November des vergangenen Jahres, der tatsächlich buchstäblich mit seinem Smartphone durch die Straßen gelaufen ist, einen Film live ins Netz gestreamt hat und dort tatsächlich dann auch nicht nur ein paar User gefunden hat, sondern mehrere 10.000, in Spitzenzeiten 25.000. etwa. Über den Tag verteilt natürlich noch sehr viel mehr. Und was hinzukommt, es gibt die Möglichkeit zur Interaktion zwischen diesem Sender, dem Medienselbermacher und dem Publikum. Das sieht man in diesem Bild auf der rechten Spalte sehr undeutlich. Es gibt Kommentare in Echtzeit von Leuten, die sich solche Streams anschauen und die zum Teil direkte Handlungsanweisungen auch geben an denjenigen, der die Kamera hält. Ich habe auf der Karte gesehen, zwei Blocks weiter auf der rechten Seite gibt es gerade einen Zusammenstoß zwischen Protestierenden und Polizisten. Geh doch mal hin. Pool dreht sich um und geht dahin und versucht, das zu filmen. Also diese Form der Interaktion von Publikum und Sender ist etwas, das hat es in der Form in Stuttgart 21 noch nicht gegeben. Aber die Struktur, die sich dort abgebildet hat, war eigentlich vergleichbar, hier aber mit noch einer gesteigerten technologischen Infrastruktur und mit mehr Nutzern im Hintergrund, die diese Angebote eben auch wahrgenommen und weitergetragen haben. Insofern auch hier wieder verändern sich die Bilder von Produzent und Konsument, hier genauer Journalist und Publikum, die Grenzen verschwimmen. Und das ist auch eine Frage, die natürlich demokratietheoretisch relevant ist, wenn man davon ausgeht, dass Medien ja eine bestimmte Kontrollfunktion übernehmen sollen, sie eine bestimmte kritische Position einnehmen sollen gegenüber der Politik und ja, gewisse Filteraufgaben auch erledigen sollen. Und das verschiebt sich und bringt den Personen, die solche Kommunikationsangebote machen, natürlich auch eine große Verantwortung ein. Als Erfolg gilt tatsächlich hier das Eingehen auf die Rückkanäle, nochmal das Stichwort, Do-it-yourself-Media. Es wird gemacht, weil man es kann. Und nun liegt es tatsächlich daran, erstmal für politische Akteure, für mediale Akteure mit dieser veränderten Situation umzugehen. Ja, für die Älteren, Max Headroom hat das als Fernsehserie vorausgeahnt. Die, die es nicht kennen, können ja mal googeln. Ja, das ist nur so ein kleiner Hinweis. Ich komme zum Schluss. Zusätzlich zu den Live-Berichten setzt jetzt gerade in dieser vermeintlichen Ruhephase nach den Protesten bei Occupy eine Art Archivierungsphase ein. Man sammelt das Material, man sichtet es, man kuratiert es teilweise auch und stellt Mashups her, wie zum Beispiel dieses hier zum sogenannten Pepper Spraying Cop. Unter dem Occupy-Label hat zum Beispiel auch ein Studentenprotest an der University of California in Davis stattgefunden, also Westküste, nicht Ost. Nicht Protest gegen den Finanzmarkt, sondern eine Übernahme dieses Occupy-Memes in die Form des studentischen Protests. Und diese Sitzblockade wurden, man sieht es rechts oben, so im Vorbeigehen von einem mit Tränengas um sich sprühenden Polizisten aufgelöst. Diese Videos wurden aus verschiedenen Perspektiven live gefilmt, zum Teil gestreamt und wurden im Nachhinein dann zu dieser Montage von etwa 11 Minuten Länge zusammengesetzt. Kuratierte Videoinhalte als Protestvermittlung, ein neues Format. Und dieser Pepperspraying Cop hat tatsächlich eine ähnliche Karriere gemacht wie andere handelnde Akteure aus Stuttgart 21, diesmal Lego. Und man findet solche Bilder natürlich dann auch wieder in den Netzwerken, die tatsächlich eine tragende Rolle für den Protest geboten haben. Und nun, vorletzte oder letzte Folie eigentlich, nochmal der Hinweis, ich glaube nicht, dass es mit Occupy vorbei ist. Was jetzt passiert ist, die IT-Abteilung der Kampagne hat übernommen. Es werden neue Plattformen entwickelt, unabhängigere Plattformen entwickelt, die eine noch bessere und auch sicherere Kommunikation der Protestierenden ermöglichen sollen. Abseits von Plattformen wie Facebook und Twitter, was interessant ist, seit einigen Tagen gibt es ja durchaus die Diskussion darüber, ob Twitter nicht eine länderspezifische Zensur oder eine Blockade von Tweets einführen will, dann sind in solchen Fällen unabhängige, selbstkontrollierte Netze vermutlich notwendig, um tatsächlich als politisches Organ zur Meinungsäußerung, zur Artikulation genutzt werden zu können.
Das führt dazu, dass man Occupy als eine Art Muster oder Schnittstelle für oder als eine Arbeitsplattform verstehen kann, die von ganz unterschiedlichen Anwendern weiterentwickelt werden kann. Die Studentenproteste haben wir schon gesehen. In Deutschland gibt es zurzeit eine nicht erfolgreiche, aber doch lustige Bewegung unter dem Label Occupy FDP, wo man versucht, dieses Modell zu übertragen in einen anderen Kontext. Und das Interessante hier wiederum Rückbindung an die Diskussion um die Rolle von Technologie im Bereich der Politik. Es gibt einen sehr, sehr interessanten Text von Alexis Madrigal in The Atlantic über die Wahrnehmung, dass die Occupy-Bewegung eigentlich so etwas ist wie eine offene Programmierschnittstelle, eine API. Auch das könnte man googeln, dafür fehlt uns jetzt hier die Zeit. Der Punkt ist, es werden hier Vorschläge gemacht, wie man bestimmte Techniken und Formate, Mechanismen aus diesen Protesten übernehmen kann, sie modifizieren kann und in einen anderen Kontext stellen kann. Und das könnte zum Teil erklären, warum gerade diese Occupy-Bewegung in so vielen verschiedenen Kombinationen funktioniert. Und das könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass in Zukunft, wenn es darum geht zu entscheiden, wer Macht entfalten kann in Kampagnen, bei der politischen Kommunikation, aber eben auch bei der Organisation von Politik, dann könnte es wichtig werden zu fragen, wer kann das? Wer kann programmieren? Wer weiß, was Code ist? Und wie ist der Code politischer Prozesse in Zukunft gestrickt? Wie kann er programmiert werden? Das ist, glaube ich, eine zentrale Frage in den nächsten Jahren, wenn es darum geht zu wissen, wie wirken sich Möglichkeiten digitaler Kommunikation weiter auf den politischen Prozess aus. Und nun zur Werbung und vielen Dank.